Blick hinter die Kulissen in Paraguay. Über ein Jahr sind wir jetzt schon da und ja, einige Zeit auch schon in San Bernardino. Auf unseren Spaziergängen entdecken wir immer wieder schöne, spannende, interessante Häuser, Anwesen, was kann man sagen, sondern vor allem wunderschöne Ausblicke. Wir haben Hochzeitstag gefeiert. Und da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber davor war man Überbackerei. Ich tue mich immer noch schwer, das auszusprechen. So heißt ja auch dieser See hier. Und der Ort, das ist eine Stadt, ein Distrikt im Departement Central in Paraguay, 32 Kilometer von Asunción entfernt und hat 27.380 Einwohner. Wir waren ganz überrascht, wie wir dort waren, hier diese Eisenbahn, diese Lok zu sehen, die stillgelegt ist, aber diese ganze Umgebung abends da durchzuspazieren. Sehr schöne Fußwege, ja, die haben oft auch um die Spielplätze, um die Sportplätze herum ganz viel. Und überall kleine Bars, Cafés, Restaurants. Also, wir waren sehr überrascht, was man doch immer wieder Neues entdeckt in der Umgebung sozusagen. Ein sehr entspanntes Abendleben, denn wir sind ja immer noch im Winter und es hat abends, ich glaube, so um die 20 Grad gehabt. Diese Street Art, diese Wandmalereien findet man auch ganz, ganz häufig und auch hier wieder in Überkerei. Und natürlich die jungen Menschen beim Sporteln, beim Fußballspielen, beim Baseballspiel, was auch immer, beim einfach Zusammensitzen, ob jung oder alt, eine kleine Eisdiele mit Tischen vorne heraus und überall, wie es hier ganz oft ist, die bunte Beleuchtung auch, die dann immer wieder mal wechselt von grün, blau und lila. Ja, und wir sind durch diesen Ort durchspaziert. Ich habe gesagt, manche schaut aus wie so bei einer Filmkulisse. Und haben einfach den Abend genossen. Zu Hause gab es übrigens am nächsten Tag Erdbeeren, denn es ist ja gerade auch Erdbeerzeit hier. Und das ist übrigens unsere, ja, Katze, die uns immer wieder gerne besucht. Und diese Kardinalsvögel. Also die finde ich wunderschön. Ich habe sie leider nicht besser hinkriegt von der Entfernung, aber dieser rote Kopf, sehr, sehr schön. Ja, und ich habe schon gesagt, Hochzeitstag, da waren wir in Asunción. Und wir haben noch etwas nach etwas geschaut für unser Wohnzimmer. Ich wollte auf unserem Regal noch was drauf. Und ich habe mir einen Wellnesszeit gegönnt, denn an dem Tag war es richtig kalt. Deswegen waren Fingernägel und Fußnägel angesagt. Zum ersten Mal seit Jahren wieder Nagellack. Das kommt bei mir wirklich eher sehr selten vor, weil wir sind ja eingeladen gewesen zu einer Hochzeit. Und ich bin natürlich verwöhnt worden mit dem Espresso, obwohl das, ja, ich trinke gar keinen Espresso, aber du siehst meine Nägel. Und wir haben natürlich im Anschluss auch noch was Grünes geholt. Unser Abend-Hochzeitsessen war im Isalogar. Da waren wir schon mal ein schönes Lokal, das erst vor ein paar Wochen eröffnet hat, wo man sehr, sehr lecker essen kann. Wir waren relativ früh, wie immer, wir sind 19 Uhr unterwegs, da gibt es noch kaum Gäste, denn die Paraguayer kommen ja in der Regel erst so um 21 Uhr. Und ich hatte Fisch bestellt und eine Zwiebelsuppe und mein Mann Lamm war das, glaube ich, genau. Die Soße war super lecker. Und gegenüber gab es zur Feier des Tages einen Erdbeerbecher. Am nächsten Tag Hochzeit. Ja, wir waren eingeladen bei Natalie und Martin und ich muss sagen, schon der Empfang war was ganz Besonderes. So wie es hergerichtet war, wunder, wunderschön. Danach war mein Handy leer. Mitten in der Feierlichkeit habe ich festgestellt, dass mein Handy ja leider nicht mehr geladen ist. Deswegen gibt es von der Hochzeit gar nicht so viele Fotos oder eher wenige, aber so ein paar Einblicke gebe ich dir doch. Denn hier feiert man wunderschön und ja, man lässt sich Dinge auch kommen, organisieren, machen.
Ich fand es richtig, richtig schön gestaltet. Natalie hat mir gesagt, sie wird selber noch ein Video zu der Hochzeit machen, zu ein paar Hintergründen, zu ein paar Infos dazu. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das werde ich natürlich auch gerne mit euch teilen. Es hat stattgefunden im Zen Garden bei Ihnen und das sind ja unglaublich viele Blumen. Und ich fand dieses Bild so schön, das Katharina genannt hat bei der Hochzeit. Immer wenn sie Blumen sehen, an diesen Tag, an diesen Augenblick zu denken, auf den sie sich so lange gefreut haben und der einfach ein ganz besonderer Tag ist. In ihrem Leben, aber vielleicht ja auch in deinem. Also wenn ich mich zurückerinnere an unsere Hochzeit, das war ein so großes Geschenk. Und ja, wir sind 2005 haben wir geheiratet, 17 Jahre jetzt verheiratet und ich kann sagen, wir lieben uns von Tag zu Tag fast noch mehr und das zu feiern, jeden Tag aufs Neue. Übrigens, hier gab es Disco-Boden, also richtig schönen Tanz, auch bei dieser Hochzeit. Ja, und in San Bernardino zurück treffen wir uns ja immer wieder mit den ganz lieben Menschen, die neu hierher kommen oder schon länger hier wohnen, meistens im Ogaucho und ich nehme dich gerne immer mit rein in dieses wunderbare Buffet, das es im Ogaucho gerade hier in San Bernardino gibt. Wir haben hier noch einige Restaurants mehr, aber da sind wir sehr, sehr gerne, gerade wenn man mit jemand sich neu trifft. Und morgens und abends am See spazieren gehen. Unsere Fliegengitter sind gekommen, denn die Moskitos, habe ich dir erzählt, die sind schon heftig. 5 Leute zum Fliegengitter reinmachen. Samstag waren sie angemeldet, 2 Tage vorher kamen sie und ich bin sozusagen ausgewandert, habe mein Büro aufgeschlagen im Cape Maria, denn ich hatte Interviews vereinbart für den Fülle-Kongress, der demnächst stattfindet. Cafe Lilly ist einfach auch total schön oder Villa Maria heißt sie. Und zum Abschluss ins Los Alpes ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Schreib gern, was dir gefällt.